Hallo ihr Lieben. Ja, ich habe ja versprochen, dass ich ein Video über Magersucht mache oder eher meinen Kampf mit der Magersucht. Und das möchte ich jetzt tun. Also ich habe das schon mal gemacht vor ein paar Jahren, aber ich denke, es ist immer wieder wichtig, das den Menschen näher zu bringen, wie diese Krankheit einfach verläuft und wie man sich fühlt und wie man denkt und dass man einfach oft nichts dafür kann, wenn man nichts isst. Also dass es nicht jetzt irgendwie absichtlich passiert, sondern dass es irgendwie so wie mechanisch so eingestellt ist im Kopf, auch wie man sich selber empfindet und sieht. Bei mir war das halt so, meine Eltern haben sich scheiden lassen. Ich war nicht sehr traurig, dass mein Vater verschwunden ist, ja. Ich mochte den Mann nicht wirklich gerne. Ja, das Leben mit dem war die Hölle. Und als er weg war, war ich froh, aber es bleiben halt Narben zurück. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, als ob mir alles entgleitet irgendwie. Mein gewohntes Leben. Und dann habe ich halt, hat eine Freundin von mir hat halt abgenommen. Also ja, war halt irgendwie so ein Wettkampf, gell? Wer kann am meisten abnehmen in der kürzesten Zeit? Ja. War vielleicht unbewusst so eine Art Kontrolle auf mein Leben wieder auszuüben, ohne dass ich das gemerkt habe oder bewusst getan habe, sondern einfach eher so, ja, als Spiel. Und das ist außer Kontrolle geraten. Wie gesagt, ich habe dann, irgendwann war ich so dürr. Ich habe dann Kalorien gezählt oder gar nichts gegessen. Meistens habe ich gar nichts gegessen einfach. Und jeder hat gesagt, oh, du bist viel zu dünn. Sogar die Lehrer, ja, jeder hat gesagt, du bist viel zu dürr. Du musst unbedingt essen und so. Und hat meine Oma hat mich zum Arzt gebracht, nachdem ich umgekippt bin. Und hat der gesagt, weil ich habe dann den angelogen, habe gesagt, ich esse einmal am Tag. Ich habe meistens überhaupt nichts gegessen. Und hat der gesagt, einmal am Tag essen nur Hunde. Ja, das mag sein, ja. Aber ich habe gedacht, du rede mal schön, ne? Ich weiß schon, was ich mache. Ja, ich wusste es nicht. Und ich wurde halt immer dünner und immer schwächer. Und man sieht sich selber nicht so. Also das Gehirn trickst einen aus. Und man hat auch das Gefühl, man braucht keine Hilfe. Das stimmt natürlich nicht, man braucht Hilfe. Und man ist viel zu dünn, aber man sieht es nicht so, man empfindet es auch nicht so. Das Gehirn spielt eine Form, man wäre fett. Also als ich dann am Spiegel gestanden habe, ich meine, ich habe da noch keine 40 Kilo mehr gewogen, ja, bei meiner Größe, 1,67. Habe ich noch gedacht, ich wäre fett, du kannst da noch abnehmen, du kannst da noch abnehmen, ja, ist klar, ne? Knochen. Aber das habe ich nicht so gesehen, ich habe mich als dick gesehen. Und wie gesagt, einmal, wenn ein Spiegel kam, das Gehirn hat mich ausgetrickst. Ne? Ich hatte kein Hungergefühl mehr, nicht wehgetan oder irgendwas. Bald schwach und so, klar. Aber das hat mich nicht gestört. Überhaupt nicht. Und ja, und dann kam halt der Tag, wo mich der Holzhammer getroffen hat. Meine Mutter und ich sind einkaufen gewesen. Und ich war in dieser Fußgängerzone noch nie. Und da war so ein Haus mit einer Spiegelfassade. Und das hat so ein bisschen zurückgestanden, zurückversetzt. Und wir gehen daran vorbei. Und ich gucke so zur Seite und denke, oh, ist das Mädchen dürr? Oh mein Gott. Sieht die krank aus, ja. Schrecklich. Und dann auf einmal merke ich, das bin ich. Und dann kam der Holzhammer, ne? Also es war wie Schocktherapie hoch 10. Also in der Moment, da konnte mein Gehirn mich nicht austricksen, weil ich nicht wusste, dass ein Spiegel kommt. Und dann habe ich mich so gesehen, wie ich war. Und grauenhaft, also grauenhaft. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also was in meinem Kopf vorgegangen ist, da ich hatte, es war ja, wie so ein Holzhammer, wirklich. Klar, ich habe dann, es war dann auch kein Erdrutschsieg. Also nicht, dass man sieht sowas und dann denkst du, okay, jetzt esse ich aber eine Lütze. Nein, nein, so war es nicht. Das war einfach ein Kampf auch über Jahre noch und immer wieder auch mit Rückschlägen und man kämpft immer weiter und immer, macht immer weiter. Und aber ich habe gemerkt, ich kann meinem Gehirn nicht trauen. Auf keinen Fall. Ich kann nur mir selber vertrauen. Und ich habe gewusst, ich muss essen und dann habe ich gegessen. Ob ich Hunger hatte oder nicht. Und ich habe es drin behalten, ob ich Hunger hatte oder nicht. Weil so wollte ich nicht aussehen. Und da ging es mir auch besser. Also muss ich wirklich sagen. Aber ich habe trotzdem Dinge zurückbehalten.
Also ich habe so Momente, ja, wo ich einfach nichts essen kann. Aber einfach, wenn Stress kommt, ja, wenn ich viel Stress habe, esse ich nichts. Wenn ich emotionale Schmerzen habe, also wenn ich Flashbacks habe von der Vergewaltigung, wenn ich irgendwelche anderen Dinge habe, die mich sehr, sehr emotional belasten und mir wehtun, ja, also vom Herzen her wehtun, kann ich nichts essen. Dann nehme ich auch ab. Und dann nehme ich viel ab. Also das sieht man mir dann auch mega an, wo dann schon die Leute sagen, wieder Patricia, iss was, ja. Also das ist, ich glaube, wenn man einmal essgestört ist, ist man immer essgestört, glaube ich schon, ja. Aber es bedeutet nicht, dass man nicht gewinnen kann. Man kann gewinnen und man gewinnt auch, wenn man sich immer wieder daran erinnert, dass es sich lohnt zu leben und dass man essen muss, um zu leben. Und dass es solche Phasen einfach so kleine Rückschläge immer wieder gibt, die gibt es einfach, fertig. Ich habe mich daran gewöhnt und ich weiß, ich muss kämpfen. Das ist einfach so, ich muss kämpfen und gehört dazu. Es ist nicht immer, manchmal habe ich Jahre gar nichts, ja. Und dann habe ich wieder mal so ein Jahr, wo viel Stress ist, wo viel emotionaler Ballast kommt und dann ist es halt schwieriger. Aber ich habe trotzdem für mich gewonnen, weil ich nie wieder so dünn war und nie wieder so dünn sein werde. Das sind dann mal so 15 Kilo, ja. Aber es ist immer noch im Normbereich und ich bin immer noch im Bereich, wo ich normal ernährt bin. Also ich bin jetzt nicht zu dünn. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das merkt und auch weiß, dass man in diesem im Body Mass Index in der Normalgewichtsklasse bleibt. Solange man da drin bleibt, ist es okay. Und das habe ich geschafft. Seit meiner Teenagerzeit, ich war nie wieder so dünn und werde nie wieder so dünn sein. Und man kann das schaffen, man kann es gewinnen, gebt nicht auf. Also wenn ihr darunter leidet, ihr könnt mir auch gerne Fragen stellen, ich beantworte die auch. Es ist nicht wert, um jeden Preis dürr zu sein. Also dann lieber ein, zwei Kilo mehr auf den Rippen und gesund, wie schlank und krank. Der Spruch stimmt leider. Wie gesagt, es lohnt sich nicht. Und wenn man sowas macht, dann ist der Grund immer ein anderer eigentlich. Man hat keine Kontrolle über sein Leben oder man fühlt sich irgendwie, dass man die Kontrolle verliert. Und da kann man einfach Kontrolle über den Körper und das Leben ausüben. Aber dann muss man sich therapieren lassen auch. Also ich bin auch in Therapie gegangen. Ganz wichtig. Wie gesagt, ihr könnt mich alles fragen, ich antworte auch. Ja, das war eigentlich schon die Geschichte. Ich wünsche euch alles Gute, gute Besserung und dass ihr niemals daran leiden werdet. Und wenn ihr daran leidet, dass ihr diesen Kampf niemals aufgebt, weil ihr könnt gewinnen, ihr werdet gewinnen und ihr lernt damit umzugehen. Bis bald.